So, hallo Leute, das ist meine Video-Antwort zum Giveaway vom Indoor Ranger zum Michael. Und wir sollen unsere ersten Messer oder Taschenmesser doch mal vorstellen. Ich sag's gleich dazu, Leute, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, wo ich die Teile bekommen habe, aber damals ging es halt los mit dem Messervirus. Und der Messervirus, der ist so hart, da kannst du nehmen, was du willst. Da kommst du nicht mehr von los. So geht es zumindest mir. Und zwar sind wir früher immer, wo ich noch kleiner war, wo ich vielleicht so 5, 6 Jahre alt war oder ja, ein bisschen älter war ich schon, so 8 oder 7. Ich weiß nicht mehr genau. Sind wir immer nach Bodenmals gefahren, hier im Bayerischen Wald, zum Wandern. Und da gab es immer diese kleinen Souvenirläden überall. Und die haben halt auch Taschenmesser verkauft. Vor allen Dingen Victorinox und auch andere Teile, so No-Name-Teile. So. Und als erstes habe ich damals hier das kleine Victorinox bekommen und war natürlich stolz wie Bolle. Und man sieht es, denke ich, mittlerweile auch schon, ist ein ganz schön benutzt worden. Hier das Victorinox-Zeichen ist schon ganz verblichen und die Griffschalen sind schon ein bisschen verkratzt, aber man sieht halt auch hier dran die coole Qualität von Victorinox, dass so ein Messer jahrzehntelang wirklich einem tolle Dienste leisten kann. Ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt seit Jahren wieder mal rausgekramt und es war jetzt seit Jahren rumgelegen und habe dabei leider feststellen müssen, dass die Klinge jetzt doch etwas gelitten hat, hat ein bisschen Fluchrost angesetzt und geschmiert gehört es auch mal ein bisschen wieder. Und da ich jetzt rausgekramt habe für diese Videoantwort, werde ich es dann gleich mal wieder auf Vordermann bringen. Mit ein bisschen hier Neverdull habe ich hier. Das ist so eine gute Polierwatte, da kriegt man das schön weg. Und ein bisschen WD-40. Und dann müsste das wieder flutschen. Hier sieht man nochmal das Zeichen, Victorinox. Also das war mein erstes Messer. Und ich halte natürlich in Ehren. Hat mir mein Vater damals gekauft. Ein Jahr später waren wir dann wieder im Bodenmais zum Wandern, zum Urlaub machen. Diesmal hatte ich mich in ein feststehendes Messer verguckt gehabt. Ich will dazu gleich sagen, das ist hier irgendwie so ein wirklich so ein ganz einfacher Schrott, kann man nicht sagen, aber wirklich irgendwas aus China. Macht nur auf Hirschhorn oder auf Horn, ist leider nur Plastik und die Scheide ist auch hier mehr so ein Plastik. Man sieht, der Sicherungsriemen hält das Messer nicht mehr in Position, aber hier geht es ja mehr um den persönlichen Wert von dem Gegenstand. Und da hatte ich mir in eines dieser eben Souvenirläden das feststehende hier ausgesucht. Hier steht auch drauf rostfrei, also rosten tut das Teil hier wirklich nicht. Ich weiß nicht, was das für ein Stahl ist, irgendwie so ein chinesischer Stahl. Steht auch nichts weiter drauf. Und mittlerweile sind die ganzen hier unten noch Werkzeuge, die sind wirklich auch total schon naja, kaputt. Aber es ist immer noch fest alles. Mit Korkenzieher hier und hier voll auf Hirschhorn gemacht ist natürlich hier bloß Plastik. Und leider war das Teil damals, obwohl wir es neu gekauft haben, sowas von stumpf. Also da hättest du hier gar nichts mit schneiden können. Ich natürlich als kleiner Mann habe das Teil hier am Gürtel gleich befestigt und bin hier wie Indiana Jones oder wie Bear Grylls durch den Wald gewandert mit meinen Eltern. Dann ein paar Jahre später haben wir dann wieder mal in Südtirol Wanderurlaub gemacht. Also ihr seht, wir waren hier viel auf Wanderurlaube und so. Und waren hier auf dem Bauernhof, haben dort Urlaub gemacht. Und der Bauer hat damals für seine Frau die ganzen Messer selber geschärft. Und ja, heute als erfahrener Messersammler weiß ich, dass das natürlich damals die totale Sünde war, aber naja gut, man war damals halt so um die 12 Jahre alt und war froh, dass das Messer überhaupt mal jemand geschärft hat. Er hat es also genommen, hat es über seinen Bandschleifer am Bammer gezogen. Danach war das Teil zwar rattenscharf, aber wahrscheinlich war danach, wenn überhaupt jemals das Messer eine Wärmebehandlung erfahren hat, die ganze Wärmebehandlung natürlich dahin und wie gesagt, wenn es überhaupt mal eine Wärmebehandlung bekommen hat und verkratzt war die Klinge natürlich auch komplett.
Aber scharf war's. 2 Tage später waren wir dann unterwegs und in Italien gibt es immer so richtig gute Salamis, müsst ihr mal schauen. Und meine Mutter schneidet die Salamis runter und natürlich war es ruckzuck passiert. Sie rutscht durch die Salami durch, zack, und schneidet sich hier voll in den Daumen rein, richtig tief. Und das war hier, vielleicht kennen es ein paar Leute, das war hier am Kloster Neustift, wo das passiert ist. Und da sind wir letztes Jahr auch wieder mal gewesen, seit langer Zeit, mit der ganzen Familie. Und dann möchte ich behaupten, sieht man heute noch den Blutfleck auf dem Parkplatz. Also ist schon interessant. Tja, das war jetzt auch jahrelang rumgelegen. Jetzt für diese Videoantwort habe ich es wieder mal rausgenommen. Und ja, mittlerweile ist es wieder komplett stumpf. Aber wie schon gesagt, es hat für mich, wie das Victorinox auch, keinen Gebrauchswert oder sowas. Es sind einfach die ersten Messer, die man mal bekommen hat. Und die haben einfach einen persönlichen Wert und die wird man, denke ich, immer auch in Ehren halten. Ja, das war meine Videoantwort für das Giveaway vom Indoranger. Und mal schauen, wer gewinnt dabei. Wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute, und macht's gut. Ciao.